Ja, herzlich willkommen zum zweiten und letzten Review von monsterzeug.de, wobei, wer weiß, vielleicht ist es ja gar nicht das letzte, aber fürs erste ist es das letzte. Und zwar sind das jetzt die Supermagnet-Magnetkugeln. Euch sind sie wahrscheinlich ein bisschen geläufiger unter dem Namen Neocube. Das sind alles hier kleine Magnete, wie ihr sehen könnt. Und durch diese Anordnung, also sprich diese ganzen kleinen Magneten, kann man wirklich unendlich viele Formen aus diesem ganzen herstellen sozusagen. Ihr seht jetzt hier, habe ich mir eine Art kleines Band gemacht, wo man so am Arm machen kann. Natürlich ist das ein bisschen zu groß, müsste man kleiner machen. Aber einfach mal zum Demonstrieren. Also ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Man kann wirklich so viel damit machen. Und ich habe mir die ganz einfach auch gewünscht von monsterzeug.de und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als mir das zugesagt wurde, da ich schon viel über diese Magneten gelesen habe, gehört habe, auch Videos schon gesehen habe und die machen wirklich süchtig. Also wenn einem langweilig ist, dann kann man damit locker mal eben eine Stunde rumschlagen. Ihr seht, man kann da wirklich hier jetzt alles draus machen. Machen wir mal ein paar Armbänder draus, beziehungsweise man kann hier direkt eine Kette draus ziehen. Upsala. Ja, das ist der Vorführeffekt. Und ich möchte auch gleich mal demonstrieren, wie stark die wirklich sind. So. Noch ein kleines bisschen. Na. Das ist jetzt wie immer der Vorführeffekt. Gerade vorhin hat es besser funktioniert, aber ich kriege das hier gerade nicht. Jetzt haben wir es. Und ihr seht, die sind auch wirklich gar nicht einfach auseinander zu kriegen. Und was ich auch wirklich cool finde, diese Magneten, die sind wirklich sehr stark. Also ihr seht, wenn die sich anziehen oder abstoßen, je nachdem berühren die, bewegen die sich relativ schnell zu. Wobei das hat jetzt hier nicht so gut funktioniert, weil das relativ schwer hier ist. Aber zum Beispiel bei kleineren Teilen, wenn wir das hier jetzt mal so reinlegen, ihr seht, das fliegt sofort auf irgendeins zu. Wenn wir das mal so machen, einfach mal hier reinlegen. Ich zoome euch mal ein bisschen ran, damit ihr das eventuell, ups, falsche Richtung, so rum, besser sehen könnt. Lass mal hier einfach mal reinfallen. Und es wird sofort von irgendeinem, was gerade in der Nähe ist, eben aufgefangen, weil die Magnete sind wirklich sehr stark. Ich kann euch das mal demonstrieren. Wobei das jetzt wahrscheinlich nicht funktioniert. Nein, wird leider nicht funktionieren. Also mit den Fingern geht es auch vorbei, vielleicht mit einem kleinen Finger. Also ich habe es aus reiner Neugierde natürlich schon ausprobiert. Diese Magnete gehen durch die Zunge. Man kann damit also die... Aber ich muss sagen, das tut relativ weh, als man merkt, die sind wirklich stark, wenn man die an die Zunge ranmacht. Also so an der Zunge entlang, so wie bei hier jetzt bei den Fingern. Bei den Fingern geht es nicht, die sind ein bisschen zu dick. Und auf jeden Fall, das zieht wirklich stark. Auch an der Lippe geht es, natürlich auch an den Ohren ist es möglich. Von daher muss man auch wirklich aufpassen, dass man da nicht sich irgendwas einklemmt oder so. Was auf der Verpackung steht, die habe ich jetzt leider gerade nicht in Reichweite, ach, ich zoome mich mal wieder zurück, ist wirklich zu beachten und ich denke mal, das steht auch nicht aus Spaß drauf. Das Verschlucken von zwei oder mehreren Kugeln kann tödlich enden. Ich denke mal, damit ist auch einfach gemeint, was ich jetzt hier gerade eben versucht habe, euch zu sagen, dass sie wirklich sehr stark sind und wenn da irgendwie was im Körper dazwischen gerät, dann bewegen die sich nicht so einfach vom Fleck. Dann werden die hier, ich zeig's mal eben, daran wird's gehen. So, dann werden die, sagen wir jetzt mal, das ist jetzt irgendwas im Körper, da wird das jetzt hier dranhängen. Und das geht auch nicht so schnell wieder ab. Von daher denke ich mal, muss man da auch aufpassen. Für kleine Kinder ist das Ganze also nichts. Also um jetzt sozusagen das jemandem zu schenken, der noch jünger ist, würde ich wirklich nicht empfehlen. Da vor allem kleine Kinder ja gerne auch mal in Dinge reinbeißen. Und das ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Auch aus Sicherheitsgründen, also hauptsächlich aus Sicherheitsgründen natürlich. Und wie ich auch schon gesagt habe, diese Magnete, es ist wirklich ein Langeweile-Killer. Ihr seht jetzt hier, wenn man, keine Ahnung, wenn einem langweilig ist, versuchen, upsala, irgendwelche Formen zu kreieren. Was weiß ich. So. Mit ganz viel Fantasie ist das jetzt das ICQ-Männchen oder was weiß ich, was das jetzt sein soll. Es ist wirklich alles machbar mit diesen Kugeln. Es sind keine Grenzen gesetzt. Das Ganze kostet auf der Homepage monsterzeug.de 29,95 Euro waren es. 29,95 Euro. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Preis, der in Ordnung ist. Für so einen Langeweile-Killer ist wirklich der Wahnsinn, was man damit... Also ich habe es jetzt... wann habe ich es ausgepackt, das Unboxing? Vor circa einer Stunde oder so habe ich ein Unboxing gemacht. Und ich bin jetzt eigentlich schon die ganze Zeit hier mit diesen Kugeln beschäftigt. Und mache hier sämtliche Rips, oder?
sämtliche Versuche hier einen Würfel draus zu kriegen. Ich finde das Schwerste ist eigentlich einen Würfel zu machen, weil die sich gerne auch mal dann wieder verschieben, wie man es nicht haben möchte, muss man neu anfangen. Aber das ist auch einfach so eine Art Herausforderung, kann man das auch sehen, jetzt einen Würfel rauszukriegen. Was wirklich gar nicht so einfach ist. Hau hier mal noch. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, das verschiebt sich relativ schnell. Das ist natürlich nicht so schön, aber wenn man es dann geschafft hat, einen Würfel draus zu machen, dann freut man sich natürlich. Ich habe jetzt hier wieder einen Fehler gemacht, jetzt sieht das wieder. Schade. Also ich denke mal, Magnete sind ja sowieso schon so ein Zeugs an sich. Und wirklich, vor allem für die Jungs. Magnete, boah, wollte man schon immer mal haben. Die kann man auch gerne mal zweckentfremden, um irgendwelche Blätter an eine magnetische Pinnwand dran zu hängen. Ist natürlich auch möglich. Ja, ich rede jetzt hier schon seit 6 Minuten über eigentlich genau dasselbe. Ihr seht, man kann darüber eigentlich gar nicht viel sagen, außer dass sie wirklich riesig Spaß machen. Dass die wirklich starke Magneten sind, wie gesagt, steht hier auf der Verpackung, dass beim Verschlucken kann das Ganze wirklich lebensgefährlich werden. Und das glaube ich auch. Die sind wirklich sehr stark, die Magneten. Wenn ihr die verschluckt und die kommen irgendwo, zwicken die sich rein in den Körper, in irgendeine Stelle, was weiß ich, das ist bestimmt irgendwie möglich, dass sowas passieren kann, dann möchte ich nicht gerade ihr sein oder derjenige, dem es passiert ist. Von daher 29,95 €, wenn ihr das Geld habt und ihr braucht irgendwas. Überlegt jetzt zum Beispiel, ob ihr euch jetzt eine Spielekonsole holt, irgendwie was weiß ich, ein Gameboy oder was gibt's da eigentlich noch, PSP, dann holt euch einen Supermagneten, der macht wirklich mehr Spaß. Okay, es gibt eigentlich nur ein Spiel, sozusagen, aber auf jeden Fall, ich kann es nicht oft genug sagen, richtiger Killer der Langeweile, wenn man mal irgendwo warten muss, auch am Bus natürlich, weil da verliert man nicht so schnell eine Kugel, wenn einem die Kugel aus der Hand, so eine kleine Kugel aus der Hand fällt, dann fällt dies sofort wieder. Also ihr seht, wenn ich hier die jetzt abmache und lege es hin, das geht sofort wieder ran. Ihr seht auch hier, das finde ich jetzt lustig. Jetzt schwebt es in der Luft. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich versuche es nochmal. Ich habe ja Zeit, ich zoome euch mal eben ran, falls es klappt, damit ihr es direkt seht. So, ein bisschen runter. Ich versuche das jetzt nochmal. Ah, ihr habt es gesehen. Ihr seht, es bewegt sich jetzt schon. Jetzt ist es jetzt in der Luft. Und ihr seht, das ist wirklich mindestens noch 1,5 cm, 2 cm sind jetzt noch dazwischen. Da sieht man wirklich, die sind relativ stark, die Magneten. Ja, ich verabschiede mich hiermit, möchte mich natürlich nochmal recht herzlich bei der Firma monsterzeug.de bedanken. Wie gesagt, ich muss sagen, euer Logo ist wirklich cool. Hat mir sehr gefallen, vor allem mit diesen Augen, die in sämtliche Richtungen gucken und eben diese Form. Erinnert mich an ein Spiel, wie gesagt, das mir gerade nicht einfällt. Das war irgendwie, das ist von, was weiß ich... ja, hat ja auch damit gar nichts zu tun. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich fürs Zuschauen und natürlich bei der Firma. Wir sehen uns bis zum nächsten Review-Unboxing-Tutorial oder je nachdem, was mir gerade in den Sinn kommt. Bis dann und tschüss!